Herzlich willkommen an diesem Sonntag in unserer Vereingemeinschaft. Wir sind im Augenblick hier in Untereuerheim und stehen vor der Gedächtniskapelle all der Gefallenen, all der zu Tode gekommen in den Weltkriegen. Ein ganz wichtiger und schöner Platz hier in unserer Gemeinde. Denn er erzählt von dem Schrecken, der in unseren Dörfern, von dem Schrecken, der in unseren Städten war. Von dem ganz persönlichen Leid, das Familien erlebten. Weil sie einfach spürten und merkten, da wurde einer ohne unseren Willen herausgerissen und zu Tode gebracht mitten im Krieg. Da wird die Geschichte erzählt von der Zerstörung, von der Zerbombung unserer Städte. Da wird die Geschichte erzählt von den Gefangenen, von all dieser wahnsinnigen Not, die Familien erlebten. Wenn wir also Volkstrauertag halten, dann geht es um Schicksal, um Aufgaben, um Probleme, um Sorgen, um Katastrophen, um ein wahnsinniges Chaos, das die Menschen erlebten. Ein Mitbürger unserer Gemeinde, der erzählte aus seiner eigenen Erfahrung, dass gerade Frauen, Mütter, eine wahnsinnige Not erlebten. Und daher schnitzte er diese Marienfigur so als das Gedenken für all das Leid, für all die Not, die Mütter, die Frauen in den Kriegen erlebten. Und damit macht er uns hier in Untereuerheim aufmerksam, dass es im Grunde genommen ganz verschiedene Gruppen waren. Nämlich die Männer an der Front, im Gefangenenlager, die Frauen zu Hause und die Kinder, die wahnsinnig schwer vom Geschick des Krieges betroffen waren. Wir haben unseren Standort gewechselt. Wir sind hier jetzt in Obereuerheim, direkt neben der Kirche am gefallenen Denkmal. Das eine, das Sie im Moment sehen, ist die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg. Da ist unser Projekt Europa gescheitert. Und dann das andere ist jetzt, wo Sie den Blick drauf richten, nämlich die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Europa war immer noch nicht geglückt. Und das, was so wahnsinnig schön ist, dass nach den beiden Kriegen ein solches Projekt wie Europa geglückt ist. Dass Völker so schrittweise ihre Verbundenheit entwickeln, ihre gemeinsame Idee immer mehr durchsetzen und dass sie schrittweise gemeinsam vorankommen. Ich persönlich finde das fabelhaft, dass wir ganz einfach nach dem Scheitern zweier Versuche mit wahnsinnigen Toten unser Projekt Europa haben. Eine große Gemeinschaft, eine sagenhafte Verbundenheit. Ein Entwickeln der Völkergemeinschaft auf diesem Kontinent immer mehr. Im kommenden Jahr werden wir einen großen Europäer in unserer Gemeinde haben, der genau dieses Projekt, dieses Anliegen vorstellt. Europa kann sich entwickeln. Und dann hätten wir alle eine Top-Zukunft. Wir waren an unseren beiden Plätzen die Erinnerung an die Weltkriege. Untereuerheim, die Kapelle für die Gefallenen. Der Platz hier in Obereuerheim, draußen vor der Kirche. Der Blick auf den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Und dann natürlich das Projekt Europa. Europa als eine Gemeinschaft von völlig verschiedenen Völkern hat Zukunft. Und eine ganze Reihe von Problemen sind im Augenblick in Europa nicht gelöst. Wenn ich so im Moment denke an die Grenze von Polen hinüber zu Belarus. Wie geht man um mit den Menschen in der Not? Ein Problem nicht gelöst. Im Augenblick drüben in Glasgow, da tagen die Leute ringen um die zukünftigen Generationen, dass ihre Lebenswelt optimal erhalten ist. Die Sorge um unsere Lebensgrundlage riesengroß.
dann heißt es wunderbar schön, wenn wir Richtung Mittelmeer gehen. Da lieben wir ganz einfach die Sonne und wir lieben das gute Essen und den Wein. Aber genau dieses Mittelmeer, ein Hoffnungsziel für unwahrscheinlich viele, die drüben in Afrika nicht mehr leben können. Und dann, wir verschweigen ununterbrochen den Krieg in Syrien. Aufgaben für die Zukunft. Und Europa könnte Modell sein, wie wir auf unserer Erde ganz koproduktiv zusammenarbeiten. Und genau diese Zusammenarbeit würde uns zu den Plänen des Jesus von Nazareth näher führen. Fabelhaft schön an dieser Kanzel, nämlich genau diese Taube, dieser Geist, der uns bewegen könnte. Großartig, wenn dieser Geist uns bestimmen würde. Der Geist von einem Miteinander, von einem Fürsorgen und von einem Dienen, damit alle leben können. Euch allen aus unserer Vereingemeinschaft, ihr alle, die ihr reinschaut auf unser Video, einen ganz frohen und schönen Tag, einen sagenhaften Sonntag.